Hi und guten Morgen zu Vlogmas Day 10. Crazy, wie es schon der 10. Tag ist. Ich mache mir gerade einen Tee und ein bisschen Frühstück und ich habe relativ lange geschlafen, weil ich ja die Nacht davor fast nichts geschlafen habe und gestern dann auch erst relativ spät heimgekommen bin. Und genau, ich habe noch eine Morgenstimme, vielleicht hört ihr das. Der Plan für heute ist vor allem Uni-Zeug zu machen und mal rauszugehen wahrscheinlich und meinen Vlog jetzt noch fertig zu machen, den ihr schon gesehen habt. Und ja. Hallo, ich habe gerade irgendwie die letzten 1,5 Stunden damit verbracht, organisatorisches Chaos zu sortieren oder versuchen zu sortieren, was von der Uni ausgeht. Ich finde, es ist nicht die Medizin, die das Studium so stressig macht, sondern es ist vor allem fehlende Koordination in der Klinik oder nicht in der Klinik, in der Uni oder in meiner Uni zumindest. Und das ist einfach ultra anstrengend. Jetzt überlege ich gerade, ob ich eine Runde rausgehe, weil die Sonne voll schön scheint und ich irgendwas brauche, wodurch ich mich ein bisschen beruhigen kann. Ich werde dann so nervös immer, weil einfach, ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr so viel Zeit, dass ich irgendwie was aufschieben kann oder so. Ich schiebe generell irgendwie selten Prüfungen auf oder irgendwelche anderen Testungen auf, aber es geht halt dann nicht mehr, weil ich habe halt nächstes Semester schon meine große Abschlussprüfung und dann KPJ. Und ich freue mich, wenn ich im Krankenhaus bin und einfach wirklich mal das machen kann, wofür ich eigentlich die ganze Zeit studiere und mich nicht mehr irgendwie mit Verwirrungen seitens der Organisation herumschlagen muss. Gerade ein bisschen frustriert, aber okay. Wird schon wieder. Ich glaube, ich gehe jetzt eine Runde laufen. Es ist so schön draußen. Ich muss mich eh wieder mal bewegen und ja. Was ein bisschen positiver ist, um meine Stimmung ein bisschen aufzumuntern oder aufzuhellen, ist, dass ja jetzt die Bestimmungen bezüglich des Lockdowns hier in Oberösterreich verkündet worden sind. Und der Tobi und ich, wir haben ab 18.12. bis 20.12. eigentlich einen Wellnessurlaub gebucht gehabt in dem einen Hotel, wo die Ivy und ich, also eine meiner besten Freundinnen und ich, schon mal waren. Und wir haben so gezittert, ob das jetzt stattfinden darf oder nicht, weil ja die Hotellerie bis jetzt geschlossen hat. Aber sie macht am 17. wieder auf und wir können hinfahren und es ist much needed, vor allem weil ich nächste Woche ja formuliere, also im Krankenhaus sein werde und da bin ich dann sicher wieder ein bisschen müde und so ein bisschen unentspannt. Ja, da freue ich mich schon extrem drauf, also at least something to look forward to. Jetzt hoffe ich einfach, dass das mit dieser Organisation noch klappt. Ich muss am Montag nochmal anrufen, habe jetzt heute niemanden mehr erreicht und ja.
voll rot im Gesicht, wow. Ich bin gerade von meiner Laufrunde zurückgekommen und war ca. 40 Minuten unterwegs und habe Podcasts angehört in der Zwischenzeit und das war eigentlich ganz entspannt. Ich habe jetzt irgendwie wieder begonnen mit dem Laufen. Ich habe eine Zeit lang überhaupt keinen Sport gemacht, weil ich irgendwie so fertig war die ganze Zeit mit Nerven vor allem, weil ich einfach so viel zu tun hatte. Und dann auch noch irgendwie zu denken, dass ich jetzt was machen muss, dass ich mich körperlich bewegen muss und so weiter. Das war irgendwie ungesund und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einfach Pause. Aber ich bin jetzt langsam aber sicher wieder dabei, dass ich wieder beginne. Und ja, es tut halt doch immer wieder gut, denke ich mir. Und es ist auch irgendwie angenehm, gerade während der Online-Uni, dass man mal ein bisschen rauskommt und ein bisschen frische Luft schnappen kann. Und ich habe es jetzt auch tatsächlich noch geschafft, dass ich genau nicht in die Dunkelheit reinkomme. Das ist auch ganz angenehm. Ja, ich werde es nochmal heiß duschen, weil ich mich nicht verkühlen möchte. Und dann nachher werde ich mal bisschen spannen und dann wahrscheinlich noch ein bisschen Masterarbeit schreiben, damit ich das endlich erledigt habe. Morgen ist ein cooler Tag. Morgen fahren die Ivy und ich gemeinsam nach Hallstatt. Das ist ein schnuckeliges Dörfchen an einem See im Süden von Oberösterreich, umringt von Bergen und so. Ich glaube, das ist jetzt gerade richtig hübsch, weil ja jetzt Schnee liegt und so. Und wir fahren mit dem Zug hin, weil Autofahren ist ein bisschen blöd, glaube ich, da im Winter. Und außerdem ist es umweltschonend. Und ja, ich glaube, das wird richtig cool. Ich freue mich eigentlich echt schon drauf. Ich arbeite gerade an der Liste für das Korrekturlesen von meiner Masterarbeit, bevor ich es dann endgültig meinem Betreuer mal schicke. Und der Tobi kommt dann in 30 bis 40 Minuten und ich weiß noch nicht, was wir am Abend machen. Ups. Und ich weiß noch nicht, was wir am Abend machen. Wahrscheinlich ein bisschen Switch spielen und so und einfach relaxen. Aber ich habe mir gedacht, ich stelle euch jetzt schon mal, weil ich nicht weiß, wie lange ich diesen Vlog heute noch filme, weil irgendwie ich habe das Gefühl, ich verbringen den ganzen Tag nur mehr vor dem Computer und ich weiß nicht, wie interessant das für euch ist. Aber die Frage für den heutigen Vlog ist, spielt ihr ein Musikinstrument oder würdet ihr gerne eines spielen oder was für eines spielt ihr? Ich habe hier drüben meine Musikinstrumente stehen und hinter diesem Sofa, oh mein Gott, die Unordnung, hinter diesem Sofa steht auch noch meine Geige. Ich habe, als ich 5 Jahre alt war, mit dem Geigenspielen begonnen. Ich spiele halt seitdem, also jetzt schon das 18. Jahr, obwohl ich in letzter Zeit nicht mehr so viel übe, leider, weil ich irgendwie keine Zeit habe. Aber genau, Violine und ich habe mir dann mit 16 Gitarre beigebracht und Ukulele. Ist relativ easy. Wenn man Gitarre spielen kann, kann man ziemlich easy auch Ukulele spielen. Und in der Volksschule habe ich Blockflöte gelernt, der Klassiker. Genau, das sind meine Musikinstrumente. Ich singe auch ganz gern, aber ich weiß nicht, wie gut ich bin. Ich glaube, ich bin eher nicht so. Ich glaube, ich bin eher so durchschnittlich. Genau, würde mich voll interessieren, ob oder welches Musikinstrument ihr spielt oder spielen möchtet. Wenn ihr keines spielt, könnt ihr ja sagen, was für Musik ihr gerne hört oder so. Mit diesen Worten werde ich mich jetzt noch ein bisschen in die Masterarbeit stürzen und dann vielleicht fühle ich mich dann noch was, wenn der Tobi da ist, muss ich dann noch schauen. Aber ja, we will see.